Wie ist das wohl, jung Bauer zu sein? Geil! Leute, das ist richtig anstrengend. Also ich als Stadtpflanze kenne mich ja total aus. Fliege im Auge, oh, ich hasse Natur. Die sind bestimmt alle krasse Naturburschen. Riechen eigenartig. Gummistiefel, karierte Hemden, blaue Latzhosen. Ja gut, Bildung brauchst du auch für so einen Trecker nicht. Dafür kannst du aber nicht in Urlaub fahren. Ja, also ich finde, so kann man das schon zusammenfassen, nicht wahr? Oder vielleicht frage ich doch mal einen Ralf, der ist nämlich jung und Bauer, vielleicht sind es ja doch nur Vorteile. Ich bin ein Bauer. Ralf ist Vollzeit-Biobauer. Er verdient sein Geld mit Ackerbau. Zurzeit arbeitet er 12 bis 15 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. Hallo, oh, Ariane, hallo. Hi, ich bin Ralf. Moderatorin. Bauer. Aha, sagt man Bauer oder Landwirt? Ist dir das, ist da was? Es ist mir egal. Wie wird man Bauer? Im besten Fall hat der Papa einen Bauernhof. Mhm. Und das war schon immer der Plan? Überhaupt nicht. Krass, warum wolltest du weg? Ja, ich wollte weg vom Dorf, logischerweise. Mhm. Meine Freunde sind alle nach München gezogen und haben da studiert oder gearbeitet. Und irgendwann habe ich aber festgestellt, dass es doch ganz schön ist auf dem Land. Ja, der Beruf ist ja ganz wichtig, also bin ich wieder da. Ralf teilt sich den Hof mit seinem Vater. Die beiden beackern 200 Hektar, also ungefähr 280 Fußballfelder. Davon gehören Ralf aktuell 40%. Sie kommt aus der Stadt. Ich mache ja den ganzen Tag mit, ne? Mhm. Was kommt denn da jetzt auf mich zu? Wir werden den Mähdrescher vorbereiten, dass der soweit ist. Wenn es darf ich mit dem fahren? Ja, klar. Genau, und dann sehen wir Zwischenfrüchte aus. Habe ich alles noch nie gemacht. Ja, das klingt doch noch ein Plan. Geil, das ist haushoch, das Ding. Wahnsinn, ey, da passt eine ganze Familie rein. Geil. Super, oder? Auch die Aussicht, Glasfront. Lenken, ganz normal. Mhm. Und mit diesem Joystick, ja? Fährst du vor oder zurück. Das war's. Hier nichts mit Pedale. Genau. Ah! Geil! Wow! Oh, das ist gut, ey. Ja, echt. Könnte ich den ganzen Tag machen. Na, da wackelt der Kameramann aber schon. Na ja, wenn ich hier mit, ich sag mal, 3 oder 5 km/h entlang pace. Ich könnte ja viel schneller. Aber lassen wir mal jetzt. Gut. Ausbildung. Perfekt. Jetzt müssen wir aber auch mal was arbeiten. Die Sojabohnen könnten jeden Tag reif werden. Dafür braucht Ralf den Mähdrescher und den machen wir jetzt wieder flott. Reparierst du das auch selber, falls irgendwas kaputt ist? Ja, bis zum gewissen Grad auf jeden Fall. Ach krass, also es ist quasi Botanik, Technik. Chemie, Technik, wahrscheinlich später auch Bürokratie? Ja. Ach du meine Güte. Der Ralf, ein Allrounder. So, und das muss ja alles jetzt weg? Ja. Das hast du gedroschen? Ja, genau, das ist Hafer. Ach was, wenn das jetzt da drin bleibt und dann nächstens irgendwie die Sojabohne gedroschen wird, dann ist es ein Problem. Genau, Saatgut muss immer sortenrein sein. Wenn ich Sojasaatgut haben will, dann darf da nur Soja drin sein. Deswegen muss der Mähdrescher sauber sein. Und wenn er so einen kleinen Aufkleber drauf macht, mit könnte Hafer enthalten? Spuren von Hafer? Das geht nicht. Also ach, das ist gesetzlich vorgeschrieben, ach, dass es sortenrein sein muss. Willkommen in Deutschland, wirklich. Und wie endet das Ganze? Ich muss putzen. Ja. Oh, Leute, das ist richtig anstrengend. Richtig schlecht für den Rücken. Jeder hat so seins, ne? Was er nicht so gerne mag am Job, das wäre meins. Könnt ihr euch vorstellen, Landwirt zu werden? Dann schreibt es doch mal jetzt in die Kommentare. Jetzt wieder? Ja, okay. Oh Gott. Das dauert ja ewig. Der Sauger ist voll. Und ich auch. Ja. Voller Frohsinn. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Reinigungsarbeiten am Mähdrescher, das ist schon nervig. Ja. Aber nervig, trotzdem Job gut gemacht? Ja, schon super. Würdest du mich engagieren? Total. Du hast ja eigentlich Großhandelskaufmann gelernt. Genau. Was war an dem Job blöd? Ja, man ist immer drin. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass mir das überhaupt nicht taugt. Und jetzt bin ich eigentlich den ganzen Tag draußen. Ja. Und das ist schön. Würdest du sagen, das ist das Schönste am Landwirt sein? Ja. Und dass man sein eigener Chef ist.
Ah ja, okay. Das kann ich gut verstehen. Mir geht es so, dass ich da viel motivierter bin als Angestellter. Und wie viel Büroarbeit ist dabei? Ja, bestimmt fast die Hälfte der Zeit. Echt? Ja, durchaus. Also Vorteil auch widerlegt, Bauern fahren nicht nur Trecker den ganzen Tag. Okay. Also ich sag mal so, putzen mag ich schon nicht, aber Bürokratie hasse ich. Ja, es geht mir schon ähnlich. Ja? Es gehört aber auf jeden Fall dazu. Was muss man denn da alles unter Dach und Fach bekommen? Zum Beispiel die Planung. Wir wollen ja nachher säen. Und hier habe ich zum Beispiel einen Plan meiner Felder. Und ich muss mir ganz genau überlegen, was wird wo angesät als nächstes. Das sind alles deine Felder? Ralf und sein Vater beackern aktuell 101 Felder. Da bauen sie übers Jahr unter anderem Weizen, Gerste, Roggen und Soja an. Davon verkauft Ralf nur einen kleinen Teil als Nahrung oder Futtermittel. Den Großteil der Ernte verkauft er als Saatgut. Hier im Büro muss Ralf gefühlt 1000 Sachen erledigen. Rechnungen schreiben, Gläser am Einkaufen, Subventionen beantragen, Preise vergleichen, Zwischenfrüchte aussuchen, Saatkäne machen, Investitionen überlegen. Wir säen jetzt. Oh, geil. Oh, warte. Wenn ich Saatgutbäuerin wäre, dann ist das Schönste am ganzen Job. Oh. Machst du das auch? Täglich. Oh, ist das schön. Hier darf ich das, ne? Ja, klar. Ja, das könnte ich den ganzen Tag machen. Oh! Oh, noch besser! Noch toller! Ein Traum, oder? Oh, ich wusste, ich liebe Klee. Ralf will eine Kleemischung aussehen. Die müssen wir jetzt erstmal ganz exakt zusammenschütten. Der Klee gibt dem Boden Nährstoffe zurück und macht ihn wieder fruchtbar. Später kann Ralf darauf wieder Getreide anbauen. Ich pack die Körnchen mal wieder da zurück, zu den anderen Körnchen. Genau. Am Ende sind die ganz traurig, dann fangen die an zu weinen. Und wenn Körnchen weinen, dann quellen die und dann haben wir ganze Grütze hier irgendwo liegen. Gut. Vielen Dank. Scheiße, das ist ja hier modern. Sieht aus wie auf der Enterprise. Ich dachte, Trecker ist Trecker. Was ist da drauf? Ein Lenksystem hat der zum Beispiel, der kann selber lenken. What? Ja. Ein selbstfahrendes Auto quasi? Ja, fast. What? Wie macht der das? Ich sage ihm, wo er fahren muss und dann macht das. Das wird hier alles immer moderner. Nicht nur die Karren, ich glaube auch der Beruf ist kein altmodischer mehr. Was, wie? Ja, schon lange nicht mehr. Das haben wir Städter nicht mitbekommen. Tja. Okay, Trecker, fahr los. Okay, Trecker, fahr los. So geht es nicht. Nein, du brauchst immer noch einen Schlüssel. Schau mal da. Oh Gott, wie altmodisch. Ralf. Es tut mir leid. Das ist so 1997. Und jetzt mal unter uns, wie viel verdient man denn so als Jungbauer? Weil ich ja selbstständig bin, ist das gar nicht so einfach. Hm? Also ich kriege ein ganz normales Gehalt bezahlt und das dann praktisch nach Steuern und allem um die 1200 Euro. Das ist ja krass. Also reich wird man jetzt nicht. Ja, nee, aber es gibt da Leute, die schlechter verdienen, glaube ich. Ja. Natürlich wirft der Hof mehr Geld ab. Aber das investiert Ralf wieder und kauft zum Beispiel neue Maschinen. Was? So. Fährt ihr jetzt von alleine? Jetzt von allein. Ah! Geil, oder? Wunderwerk der Technik. Ja. Geil. Ach, toll. 2018 ist so super. Aber ist schon anstrengend. Also gefühlt sind wir schon 10, 11 Stunden unterwegs. Ja, es schlaucht schon mit der Zeit, gell? Machen wir jetzt bald mal Feierabend. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja eh noch in München verabredet. Eben. Oh, meine Güte, fix und alle, du. So, oh Gott, es ist jetzt knapp 5. Wir sind seit 6 hier unterwegs. Mhm. Ist das ein normaler Arbeitstag? Nee, normal geht's schon länger. Ach, oh. Ja, vor allem bei dem Wetter. Wenn ich beim Säen bin, nein. Sagen wir mal, ich mache jetzt um 9 vielleicht Feierabend. Ja, boah. Je nachdem, wie ich heute fertig werde. Wie ist es denn eh mit Ferien? Weil also ich habe immer das Gefühl, Bauern können keine Ferien machen, weil immer irgendwer da sein muss. Ja, wir haben keine Tiere, da geht das schon. Man kann schon mal ein paar Tage wegfahren. Okay. Oder wenn keine Hochsaison ist, kann ich ja länger wegfahren, ganz normal in Urlaub fahren. Und zwar
Folgendes. Du duschst dich jetzt mal, genau. Ziehst dich um, ich auch. Und dann treffen wir uns in München. Ja, bis dann. Okay. Jetzt glaubt ihr nämlich alle, oh fuck, jetzt fängt es an zu lustern. Aber so ist das eigentlich gar nicht. Das fand ich schon sehr beeindruckend, was der junge Mann da macht. Mal sehen, wie er sich in der Stadt schlägt. Dö. Huch, könnte sein, dass ich ein bisschen spät bin und der Ralf mit seinen Freunden schon hier ist. Hallo. Hallo. Ich wäre dann jetzt da. Da. Hallo. Gibt es denn Unterschied zwischen, ich sag jetzt mal, Otto Normalverbraucher Freunden und Ralf als Bauer? Ja, so gesehen gibt es schon den Unterschied. Also es ist halt nie spontan, also es muss immer irgendwie vorher geplant werden. Und mittlerweile sagt er dann lieber spontan zu, anstatt spontan abzusagen. Wie war das denn, als der Ralf noch Kaufmann war? Also ich würde sagen, er war unglücklicher, würde ich mal behaupten. Okay. Also da wurde schon mehr geflucht über den Job. Also das Gefühl hatte ich zumindest. Ja, definitiv. Echt? Ja. Jetzt kommt er auch. Ich bin begeistert. Ralf, was macht das mit dir? Was macht das mit dir? Mann, es nimmt mich brutal mit. Also. Das hätten Sie ja vorher mal sagen können. Ja. Also, bei so Berufen, ne? Dann geht es ja nicht nur darum, was man gerne macht. Es geht auch darum, vielleicht, was man für Kohle verdient und was man für, ich sag mal, welchen Status man erlangt. Wenn wir uns unterhalten und jemand erzählt, boah, keine Ahnung, ich habe jetzt hier den Film für das und das gemacht oder ich habe jetzt hier an dem und dem Automodell mitgearbeitet. Ja, das klingt halt schon ziemlich cool und beeindruckend. Wenn ich sage, ja, ich habe jetzt hier 2 Stunden lang Graugerste gesät, das beeindruckt eigentlich ja, die wenigsten. Aber dann sitzt man in dem Trecker drin. Ja, das stimmt. Wir sind alle davon abhängig, da kommen die Lebensmittel her, in dem Fall bei Braugerste, da kommt das Bier her, also das betrifft uns alle. So ganz wichtig. Von dem her müssen wir eigentlich den höheren Stellenwert der Gesellschaft haben, definitiv. Ja. Also ich denke mal, eher ländlich hat man das Ansehen für die Bauern und ich denke eher, wenn jetzt, wie du zum Beispiel aus Berlin kommst, dass da der Bezug nicht dafür da ist. Ich habe das Gefühl, der Ralf ist wahnsinnig glücklich in seinem Job und das kann ja wirklich nicht jeder von sich behaupten. Und die Freunde appreciaten ihn hart. Und ich finde, das könnten wir auch mal machen. Ich wusste ja gar nicht, dass Bauer sein so ein moderner Beruf ist. Mit dieser Selbstständigkeit und dieser Vielseitigkeit. Also schon kein schlechtes Ding. Das habe ich jedenfalls als Stadtkind hier mal gelernt. Hier ist der Abo-Button. Könnt ihr mal aufklicken. Jeden Mittwoch 15 Uhr kommt da ein neues Video. Und ich war schon mal auf dem Bauernhof. Hier. Mit ganz kleinen Lamas. Die haben auch gespuckt. Und ganz flauschig.